Hi und herzlich willkommen hier bei den Elternchecker. Mein Name ist Simon und heute haben wir die Lamberts Geschenktruhe bei uns. Eins vorab, dieses Video wurde gesponsert. Das bedeutet, der Inhalt wurde vorgegeben, nicht aber meine Meinung. Ich finde es trotzdem ganz fair, dass man es von vornherein so sagt, dass man halt auch weiß, okay, das habe ich jetzt nicht gekauft, sondern das habe ich zugeschickt bekommen mit der Bitte, dass ich es einmal bewerte. Ja, und da sind wir dann auch gleich beim richtigen Stichwort. Mit 1,7 Kilo Weihnachtsgebäck inklusive einer Dose zum Fest, also das ist nochmal so eine Special Edition, und nochmal 200 Gramm Mozartkugeln, ist das natürlich schon ein dicker Brocken, den wir hier haben. Folglich dessen fällt natürlich der Preis auch ein bisschen saftig aus. Also wir sind hier bei 39,95 €. Berücksichtigt man allerdings, was da jetzt alles in dieser Truhe drin ist, ist es eigentlich schon wieder sehr fair. Wenn ich das mal kurz so zusammenfassen sollte, die Lamberts Geschenktruhe hat eine 300 Gramm Dose zum Fest, das ist die, die ihr jetzt hier oben links da seht, da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Dann haben wir 200 Gramm Mozartkugeln, haben wir Mandelspitzkuchen, wir haben Dessertspitzkuchen, wir haben Schokoprinnen, wir haben Schokolebkuchen, wir haben Schokospekulatius, wir haben die Domino-Mischung, wir haben Honigsaftprinten, die sind übrigens richtig geil. Und wir haben Lamberts Thyme, also diese Lebkuchenmischung. Ja, und für mich als Zusammenfassung kann ich auf jeden Fall sagen, ich fand es sehr, sehr lecker. Ich habe einzig diese Schoko, die normalen Schokoprinnen, die fand ich jetzt nicht ganz so lecker. Dafür halt diese Honigsaftprinnen, die haben das mehr als wieder ausgeglichen. Und die normalen Schokoprinnen, die hat sich dann meine Frau unter den Nagel gerissen. Also ist es halt alles Geschmackssache, ja. Das kann man natürlich nicht anders sagen. Aber ich glaube schon, also rein von der Qualität her, von der Auswahl her, von dem, wie das halt zusammengestellt wurde, ist diese Geschenktruhe schon tatsächlich auch das Geld wert. Also das muss man so sagen. Und jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, okay, wem kann man sowas schenken? Also ich glaube, die Zielgruppe ist vor allem, oder sind vor allem so unsere Eltern, Großeltern, also so ältere Generationen. Ich glaube, da kommt es sehr, sehr gut an. Lamberts wirbt ja damit, dass es im Prinzip auch an Staatsgäste und so weiter verschenkt wird. Also es ist auf jeden Fall schon was dann sehr viel Eindruck macht. Ja, und ganz ehrlich, was soll man eigentlich seinen Eltern sonst so schenken? Also schreibt mir mal eure Meinung dazu, das würde mich sehr interessieren. Wie findet ihr dieses Video? Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir ein Like nach oben, würde mich sehr freuen. Gerne auch den Channel abonnieren, bei uns kommen immer wieder neue Videos. Ja, Freunde, und ich weiß nicht, was ihr jetzt so macht, aber ich lasse es mir gut gehen. Bis bald, ciao.